Hey YouTube, wir sind hier wieder bei Let's Play Trackmania Nations Forever. Das letzte Mal habe ich, muss ich ehrlich sagen, eine ganze Folge haben wir mit nur dieser einen Strecke auf Gold verschissen. Ich hoffe, dass es diesmal mit dieser Strecke besser läuft. Und ja, dann einfach mal ab dafür. Oh. Oh. Ich habe kein ganz so gutes Gefühl bei dieser Sache jetzt. Kannst du da mal links, links, links oder rechts? Ja. Oh, freie Fahrt, das heißt ohne Gas. Genau das war's. Ja, mein nicht ganz so gutes Gefühl war nicht allzu falsch. Und oh Gott, das geht's doch nicht. Nein! Wow, fast 30 Sekunden besser. Hätte ich jetzt nicht erwartet. Und wir steigen auf einen Rang 137.000 auf. Wow. Okay, dann sind wir jetzt also 4,5 Millionster. Ja. Einfach mal die Gold-Herausforderung. Da müssen wir noch ein knapp 80 Hundertstel. Mistkerl. Und den haben wir jetzt sogar überholt. Ah, gleich aufs erste Mal, das ist gar nicht so schlecht. Ja, wir werden auch immer besser, kommt mir vor. Ja, dann gleich die nächste. Ja, die Vorschau habe ich jetzt wieder vergessen. Das tut mir leid. Aber, naja, ich versuche einfach mal das Beste aus der Strecke jetzt rauszuholen. Haha, tschi. 1,5 Sekunden besser und gleich aufs erste Mal Gold. Eine Glanzleistung. Verdammt! Escape heißt doch... Das gibt's doch nicht. Ich wollte das jetzt eigentlich... Ja, dann tun wir einfach mal das da. Silbermedaille. Okay, ich darf nicht mehr ganz so vorschnell sein. Es gibt da... So, so, dann kommen wir mal eine Runde, okay. Darüber, darauf, da wieder runter. Dann kommen noch. Und der ist noch eine Kurve, glaube ich, oder nein? Das war es schon die letzte. Ja, gar nicht mal so schlecht. Ja. Goldmedaille, ja. Und da muss ich jetzt aber mir merken, dass ich nichts übereilen sollte mit dem Drücken der Tasten. Zweite Kurve. Da vorne gleich die letzte Kurve. Nein, ah, das war die falsche Richtung.
Wow, das war knapp. 300stel. Okay. Und die Vorschau. Hier war der Computer vorne. Aber dann haben wir gleich wieder aufgeholt, wenn wir enger gefahren sind an der Kurve. Da auch da leider mal gegen die äußere Wand. Und dann, während es den Computergegner hinbaut, sind wir bravourös durchs Ziel gefahren. Ganze 300stel vorne. Da, genau, da konnte man durch irgendein Ziel fahren, das war glaube ich egal dann. Oh. Ja, ich hätte es jetzt fast gleich am Anfang verbockt. Und ich glaube, viel besser kriege ich es beim nächsten Mal auch nicht. Aber alle drei Medaillen auf einmal. Ich weiß zwar nicht, was jetzt los ist, aber irgendwie schaffe ich es alles gleich aufs erste Mal, kommt mir so vor. Oder zumindest ziemlich schnell vergleichsweise. Wenn man sich dann nur die vorige Folge mal ansieht. Ja. Der Computergegner fährt da irgendwie sinnlos herum. Klicken für Bedingungen. Sie müssen eine spielbare Strecke mit dem Streckeneditor erstellen und diese erstellen. Oha. Schick mir. Sagen wir ja. Voll beschissen das Spiel. Ja, so kann man das Spiel bescheißen. Aber es stimmt ja auch, ich habe schon mit einem Freund über das Spiel geredet. Nur ich glaube, der hat es vor mir gespielt. Ja, ich würde sagen, nach den zwei Strecken, die wir hier noch spielen können, versuche ich mich auch mal an einem Streckeneditor. Und dann mal sehen, was draus wird. Ja. Wow, das geht sogar. Fünf Sekunden vorne. Drei Medaillen. Das ist sehr gut. Würde ich mal jetzt mal behaupten. Und hier wieder die Vorschau. Also hier geht es relativ zäh noch voran. Dann beim Bergab geht es schon schneller. Immer um eine Nasenlänge voraus. Und jetzt haben wir um einiges anscheinend aufgeholt. Auch bei der kleinen Panne hat er uns nicht eingeholt. Da. Also ja, das ist ja auch noch der Silbergegner. Und dann bravourös durchs Ziel geflogen. Ja. Ah, 15 Speed. Ich glaube, im Singleplayer war das dann von Anfang an jetzt irgendwie verfügbar. Also, Singleplayer, das heißt, also wenn man einen Offline-Account hat, dann ist alles von Anfang an irgendwie verfügbar. Ja, sieht nett aus, die Strecke. Ich hoffe, die lässt sich auch nett fahren. Das wäre sehr nett. Ist der gerade rausgeflogen? Nein, oder? Er ist gerade nicht rausgeflogen, oder? Ja, das Speed-Dingens haben wir jetzt nicht genommen. Aber dennoch sind wir fast 3 Sekunden vorne. Okay, 2 Medaillen. Schaffen noch eine. Die schaffen wir noch.
Und von 7,8 Millionen Spielern sind nur 3,7 Millionenste. Das ist ja schon ein Fortschritt. Okay, dann jetzt. Ganz knapp da vorbei. Ja. Man sieht, ganz knapp bin ich da vorbei. Ganz knapp, ganz knapp, ganz knapp. Und geschafft. Der 3,6 Millionste geht ja immer weiter. Ja, zurück wird's wohl nicht gehen, schätze ich mal. Ja, ein bisschen sind wir schon voraus und da eine schöne Spirale, aber leider ziemlich scheiße gelandet, würde ich mal sagen. Ja, da oben ist auch irgendwas zum Einstellen, das ist wahrscheinlich da 3D Fenstermodus und da keine Ahnung, mehr nein, mehr spiele ich nicht. Ja, wir müssen eine spielerische Strecke mit dem Streckeneditor erstellen. Dann ich mal editoren. Neue Strecke. Also markieren, Replay bearbeiten. Nein, neue Strecke. Einfach mal Block setzen, Block drehen. Okay, das wie weit geht denn das Areal hier? Also kann man das eigentlich nur. Ich will jetzt allerdings keine allzu schwierige machen, weil ja, keine Ahnung, einfach so. Ich glaube, das ist schon die richtige Richtung. Okay, das ist ein ganz normales Tor. Dahin. Was ist das? Das Ziel, mach mal einfach. Ja, da irgendwo. Und da kommt man rein, oder von wo ist das jetzt? So, glaube ich, oder? Ja, ich platziere das jetzt einfach mal. So. Da, ich habe mir die Befürchtung, dass das falsch ist. So platzieren muss. Ich kann nur einen Start setzen. Ja, tu ich auch. Okay. Also ich habe nur da drauf geklickt. Ja, das mache ich jetzt ein bisschen mit der Maus, weil das einfach leichter geht. Da. Hallo. So, gut. Geht ja gar nicht so schwer. Nein. So. Da, dann. Wie kann man denn. So, ist jetzt nicht ganz so die leichte Strecke, aber ich denke mal, die ist spielbar. Mach mal ein Schlangenmuster. Darüber.
mal zum Boden, geht das jetzt? Das ist nur die Rampe. Sowas. Das bringt dir doch gar nichts, oder? Oh, damit kann man das dann wegtun, okay. Zoomen geht da nicht. Nein. Ja, auch gut. So. Ja. Hallo. Oh, das ist so. Ja, mich wundert es gerade schon, warum das nicht geht. Okay, also war das dann doch so. Okay. Oh, da gab's fertige Dingens auch schon. Okay, das sind einfach andere Kurven. Gut, 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 gut zu wissen. Nein, warte mal. Das so. Springen wir da drüber? Ja, da springen wir jetzt drüber. Ich habe keine Ahnung, von welchem Editor ich das her habe, aber irgendwie denke ich die ganze Zeit, dass man mit der rechten Maustaste dann jetzt irgendwie das bewegt. Ja, ich glaube, das ist irgendwie von Sims. Mach mal da sowas, dass man da landen muss. Oder, und wie gibt es eigentlich die Speed-Up? Ja, so einfach geht das. Speed up, speed up. Da muss man dann auch selbst jetzt schauen, dass man nicht allzu schnell ist. Dann so. 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 Dann machen wir so einen. Oh, das ist fies. So, dann machen wir da wieder so. Speed up. Zack, zack. Da machen wir wieder so eine Rampe. Blöde Sims-Angewohnheit. So. Dann so. Zack. Und darüber. Ist das spielbar? Ja, ich hoffe mal, es ist spielbar. Muss sie freigegeben werden. Standstrecke 01 speichern. Challenge gescheitert. Sind jetzt Schatten. Ja, von mir aus. Nein, das gibt nicht so. Oh, das geht schon wieder los. Nein. Aber Neustart. Oh, da müssen wir jetzt auch das. Wie soll ich einschätzen, was spielbar ist und was nicht? Also jetzt eigentlich irgendwie, dann ist Bronze, würde ich mal sagen. Ja,
Nein. Puh. Einmal irgendwie sollte ich dann vielleicht doch noch ich baue erstmal noch ein paar solche Tore ein. Ja, vielleicht nicht ganz so schlecht. Ja. So, das heißt. Bei den Toren ist glaube ich egal, wie man sie platziert. Gut, dann einfach da. Dann da. Dann, ach, geht nicht. Da und fertig. Safe. Gut. Dann ist es los. Nein. Das gibt's doch nicht. Wie habe ich das gemacht? Genau. Da fahren. Puh, ich hoffe mal, ich schaffe das irgendwie. Ist ja eigentlich gar keine so leichte Strecke, die ich jetzt da gemacht habe. Wenn man es selbst nicht schafft, ist ja immer das Beste. Schafft es nicht anders und selbst steht man dann blöd da. Ich frage mich jetzt irgendwie, ob die Strecken dann auch online abrufbar sind. Ging ja gar nicht mal so schlecht. Muss man halt dann ziemlich gut einschätzen. Ha, so wie ich jetzt. Ja, ist ja schon gut. Freigabe teilen, ja, ich würde mal sagen, Freigabe teilen, oder? Nein? Ja? Das gibt's doch nicht. Ist das jetzt, ist das jetzt Bronze automatisch, oder? Oh! Warte mal, das ist... Ich hätte irgendwie gedacht, dass das jetzt das ist 4 Ränge. Okay, ich hätte gedacht, da muss man mit dem langsamsten anfangen. Ach du Scheiße. Also heißt das jetzt, ich bin total der Noob. Und ich habe sogar am Anfang extra nur rumgetrödelt. Ganz am Anfang. Ja. Bronze werde ich wohl schaffen. Ja. Bronze sogar. Ich habe sogar Gold. Ich habe jetzt Gold, obwohl ich so gefahren bin. Nein. Nein. Also, oder ist das umso besser, dass ich bin, umso besser ist dann auch der, werden die ganzen Scores, oder? Ja, ach,
Nein. Kein Flug auf Bremsen habe ich ganz vergessen. Und neuer Score. Das sollte aber irgendwie Bronze sein. Ja. Freigabe erteilen. Ja, super. Dann will ich mal sagen, dass wir die so speichern. Und einfach, ja, wieder solo weiterspielen. Da haben wir auch gleich das freigeschalten. Und ich habe gerade gemerkt, dass ich schon etwas lange aufnehme. Ja, ist auch sehr mitreißend. Und ich beende einfach mal hier diesen Part. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Also dein YouTube. Tschüss.